Wir grüßen euch wieder zurück beim Shisha-Team. Diesmal leider ohne Max und Adi, aber dafür mit dem Adi und dem Flo. Ja, wir haben uns schon eine Weile nicht mehr gehört. Ich bin jetzt eine Weile nicht dabei gewesen. Genau. Ich war viel auf Reisen. Ich war in China, in Afghanistan, Usbekistan. Ja. Ich habe überall Katzen gestreichelt. Er erholte sich vorzüglich von seinem Nasenbruch. Ja, genau. Aktive Zuschauer wissen Bescheid. Richtig. Ja, der Anlass heute ist ein ganz besonderer, weswegen wir uns zu zweit mal wieder zusammengesetzt haben. Und zwar, ihr seht es hier auf dem Tisch schon so ein bisschen verteilt. Ach, wir haben noch mal was vorbereitet. Flo hat sich neue Shisha gegönnt. Und die, wie könnte es anders sein, müssen wir natürlich vorstellen. Ja, aber natürlich. Und was wäre nicht besser geeignet dafür als so ein kleiner Trailer? Ein Trailer? Ja. Oder? Okay. Hast du Bock? Kriegen wir hin. Da. Trailer ab. Sehr schön. Wie ihr vielleicht im Trailer schon gesehen habt, das ist eine wunderschöne Edelstahl. Oh, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das Lazica. Ja. Eine Lazica. Mhm. Der Adi war so gut und hat mir von der Messe, weil er eben so ein guter ist, nachdem er das erste Video gepostet hat. Oh, das ist schleimig, Alter. Mann, jedenfalls hat er mir eine Pfeife mitgebracht. Ja, ich habe eine Pfeife mitgebracht. Ich habe gesagt, ich habe halt Auftrag hier, komm, kriegst 500 Euro, kaufst du für 20 eine Pfeife. Sind ein bisschen mehr geworden. Was haben wir jetzt gezahlt im Angebot? Wir haben uns in der Mitte getroffen, ne? Bei 80. Richtig, genau. Die Mitte von 420 ist 80. Alles klar, haben wir richtig gemacht. Wie ihr seht, es ist eine Edelstahlpfeife. Das war eine der Prämissen, die definitiv erfüllt werden musste, weil ich schwärme immer noch von... Ja, eigentlich fast allen Edelstahlpfeifen, die hier so geraucht werden, weil die sind A, mega leicht zu pflegen, mega leicht sauber zu machen, man hat keinen Rost, wenn sie gut verarbeitet sind, hat man auch nicht so einen Grind dran oder sowas, also Edelstahl kann ich wirklich jedem nur empfehlen, finde ich richtig gut. Und du hast jetzt nur A gesagt, A waren jetzt 5 Punkte, B, okay. Die Dinger sind halt schweinerobust. Das auch. Ihr kriegt die nicht kaputt. Ja, das war der Grund, weshalb ich auf der Messe ein bisschen gesucht habe nach einer günstigen Edelstahlpfeife. Günstig, sei mal dahingestellt, aber 80 Euro ist ein relativ niedriges Budget für eine Pfeife, die qualitativ hochwertig sein soll. Sagen wir es mal so. Muss man dazu sagen, es war ein Messeangebot? Ist auf jeden Fall ein Messeangebot. Wir haben mal Pfeife geschaut, ne? Nämlich original OVP nimmt, dann habt ihr 130 Euro. Richtig, aber als wir geguckt hatten, war es ja auch gerade online im Angebot, also die haben gelegentlich auch online. Ich glaube für den Huni war es da, genau. Für den Huni, richtig. Müsst ihr nochmal 20 drauflegen. Kann man aber auch machen. Ich sag mal so, Edelstahl ist extrem langlebig. Wenn ihr nicht wie die Jungs hier alle 3 Wochen eine neue Pfeife kauft oder sowas, dann ist das vollkommen in Ordnung. Die lässt sich tierisch lange rauchen, die hält nicht nur 2 Köpfe aus. Ja, ja, fangen wir an. Wollen wir unseren Zusammenbau hier anfangen? Genau. Das fängt gleich mit dem Highlight schlechthin an. Genau, erstmal vielleicht, bevor wir zusammenbauen, die Bowl. Ja. Muss ich dazu sagen, hätte ich auch nicht gedacht, Lazica ist ja so eine China-Marke. Ja. Aber ordentlich dickes Glas. Also, es ist echt sauber verarbeitet. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal... Also jetzt sind natürlich so ein paar Wassertropfen drin, aber ich habe kein Bläschen entdeckt. Das Gewinde ist sauber aufgeklebt, ihr habt hier keine Klebereste. Hier oben das Glas ist komplett unversehrt. Ich zeige es euch mal. Ich hoffe, die Kamera fokussiert. Ja, ja, danke schön. Ja, ihr seht es, es ist... Alles top.
Es ist halt jetzt super verarbeitet. Es ist jetzt kein mega dickes, super, hyper, mega krass Glas. Ne? Also das Glas von deiner Amy ist halt nochmal deutlich dicker. Das kannst du nicht vergleichen. Ja, das aber die Pfeife ist A, deutlich größer und B, ist es halt doch nochmal irgendwo ein Stück weit ein anderes Preissegment, in dem man sich bewegt. Und ihr müsst euch fragen, brauche ich das? Richtig. Schmeiße ich die Pfeife mit der Bowl gegen die Wand oder steht die auf dem Tisch? Richtig. Sie steht fest, also sie hat eine sehr gute Auflagefläche, das war mir auch wichtig. Ich wollte nicht so eine dünne Auflagefläche haben, weil es, man kommt vielleicht doch mal gegen den Tisch oder sowas. Und die ist sehr stabil. So. So, was wolltest du sagen hier? Highlight. Guck mal, hier oben, Highlight. Die Base, habt ihr vielleicht gemerkt, ist gar kein Schraubgewinde. Richtig, man steckt einfach nur das Tauchrohr auf. Zack. Und normalerweise müsste man jetzt anfangen zu drehen und zu drehen und zu drehen und zu drehen. Und gerade wenn man schon den Kopf drauf hat und man will vielleicht nochmal Wasser nachfüllen oder sowas, ist das immer eine relativ tricky Angelegenheit, ne? Das stimmt. In dem Fall fest. Das war's. Das war's. Und eine Vierteldrehung. Das Scheißding fest. Gut, da wackelt jetzt eine Kugel. da wackelt gar nichts. Ich kann hier dran zerren, wie ich will. Fest. Es ist wirklich fest und vor allen Dingen, es ist nicht so, ich drücke jetzt hier gegen. Komm, voll ich habe ordentlichen Druck dagegen ausgeübt und dann löst sich das Gewinde. Ihr habt hier unten, ich zeige es nochmal ganz gerne immer nah an die Kamera, ihr habt hier unten so einen Gummi. Seht ihr den? So einen kleinen Dichtungsgummi. Den habe ich bei meiner Skyline auch drin. Denkt man sich erst, ätzend, schon wieder ein Gummi? Der wird dreckig, der verschleißt. Bei mir hält er jetzt schon über anderthalb Jahre. Ja, ungefähr. So in dem Dreh. Der sorgt dafür, dass das Ganze bombenfest sitzt und komplett dicht ist. Richtig. Und bup, so ein Teil rein. Kostet 50 Cent. Kriegt ihr in jedem Shisha. Jetzt gehen wir mal ein Stück weiter hoch. Und das ist für mich auch so ein kleines Highlight. Das Ding sieht hammer aus. Ich habe mich so ein bisschen in den Molassefinger verliebt. Kannst du haben da so eine, wir haben da so eine Glasnasen reingezogen in den Molassefinger. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Da, so könnte man das ganz gut sehen. Das gibt einen richtig coolen Effekt. Sieht richtig gut aus. Natürlich erfüllt es weiterhin das, was ein Molassefinger erfüllen soll. Vertraut. Zack. Alles mit Schliff, wie gesagt. Keine irgendwie extra Gummis, keine Dichtungen, die ständig gepflegt werden müssen. Nichts, was irgendwie festkleben kann nach einer ganzen Weile, wenn man es dann nicht irgendwie regelmäßig mal sauber gemacht hat. Hm? Teller auch nochmal drauf. Und jo, dazu gibt es einen richtig schönen, glatten Edelstahlteller. Genau. Schön poliert. Den finde ich zum Beispiel auch ziemlich geil. Da merkt ihr, klar, bei dem Preis von 80 Euro muss irgendwo gespart werden. Sofort habe ich es gemerkt beim Kohleteller. Wurde jetzt nicht an der Quali gespart, aber an der Materialdicke einfach mal. Das Ding hier wiegt nicht 5 Kilo. Es sind ein paar hundert Gramm. Es sind ein paar hundert Gramm, klar. Aber der ist absolut stabil. Der ist stabil. Der hat eine geile Form. Ich denke, der wird auf jeden Fall ordentlich Kohlestaub halten, auch wenn man ein leichter Wind zukommt. Genug Molasse kann er auch drüber süffen, dass der nicht sofort überläuft. Ist ein geiler Teller. Ja, kann man echt nicht sagen. Die Adapter an sich sind auch komplett aus Stahl gefräst. Richtig massiv. Also hier extrem stabil, wieder das gleiche. Nichts, was einen wirklich denken lassen würde, man hat hier eine 80-Euro-Pfeife vor sich zu stehen. Es ist einfach vom ersten bis zum letzten Grad gut verarbeitet. Und die Überleitung passt ganz gut. Grad. Hast du einen gefunden? Nein. Hast du einen Grad gefunden? Überhaupt nicht. Also ich habe wirklich mal genauer geschaut bei irgendwelchen Gewinden. Genau, wir schauen jetzt mal. Zack, 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 wir suchen. So. Die Muffe hier raus. Ja, schmeiß weg, frisst dich fest. Die Muffe ist weggesaust, versteht ihr? Saust? Muffensausen. Muffensausen, zack. Ich drehe mal noch eine zweite raus, einfach damit wir noch ein bisschen... Alles gut. Schon okay. Schon okay. So, zack. Man sieht's. Es ist alles komplett... Ich halte es nochmal in die Kamera. Mal schauen kann. Es ist alles... Ohne Grad. Es ist einwandfrei gefräst. Ja, stell mal nochmal scharf jetzt, du Arsch. Komm jetzt. Komm, ihr müsst mir das jetzt einfach. Die Kugeln sind hier in dem Fall aus Glas. Ich finde das sehr geil, weil bei den Plastikkugeln oder bei generell bei Plastikkugeln hat man ab und zu das Problem, die sind ja so ein bisschen vollgesifft, da ist ja so ein bisschen, die sind so ein bisschen ölig. Die hängen ganz gerne mal fest.
Und bei einer Glaskugel, die verklebt halt hier drinnen nicht. Die kriegt man immer wieder leicht raus. Ja, vor allen Dingen habt ihr bei Kunststoffkugeln oft das Problem, man sieht es vielleicht erst nicht, die sehen ganz glatt aus, aber die haben eine leicht raue Oberfläche, auch wenn man es erst nicht sieht. Aber da hält sich halt Kalk dran fest und irgendwann werden die Dinger auch ja, unansehnlich ja. Und kann halt passieren, dass die mal ein bisschen verkanten. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Aber Glaskugeln sind natürlich schon ein Highlight für die Preislage, weil mit den Dingern, wie du schon sagst, hast du keine Probleme. Wobei, wenn wir gerade hier an den ganzen Gewinden sind, sind wir gleich beim nächsten Thema. Ihr seht, drei Adapter. Oh. Ne, Brüste. Keine Haare dran, ne? Keine Haare dran. Okay. Die ist glatt rasiert. Die hat drei Anschlüsse, das heißt, faktisch gesehen, können da drei Schläuche dran. Ihr kriegt natürlich, ich greife mal unten durch, wie immer, einen normalen Schlauchadapter kriegt ihr dazu. Genau, im normalen Lieferumfang. So, genau, was ist das? Sieht so nach vorne gerät, sehr schön. Ja, der Tisch ist ein bisschen schief. Jetzt drehe ich das hier nochmal, das ist mal schon hier rein. Und wir wollten einfach mal schauen, kann man denn dort auch andere Adapter ranschrauben oder muss das jetzt zwangsläufig Lazica sein? Jo, der Adi hat da mal was vorbereitet. Genau, da haben wir einfach in meiner Skynet mal den Schlauchadapter abgeschraubt. Ausprobiert. Ja, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach den so cool rein. Druck geschraubt und zack, fertig. Passt. Ihr könnt von jeder handelsüblichen Marken-Shisha, Edelstahl-Marken-Shisha, die Schlauchadapter verwenden. Also, keine Ahnung, von Shisha Max, Shishaya, wie sie nicht alle heißen. Amy müsste sogar aufpassen, glaube ich. Ich glaube, Amy ist eine Bitch. Die machen nämlich größere Gewinde. Echt? Ja. Der Apple unter den Shisha-Herstellern. Ja, Amy hat so ein bisschen eigen. Okay. Aber ja, ihr könnt viele verschiedene Edelstahl-Adapter drauf machen. Die von der Skynet finde ich persönlich passen ziemlich geil. Richtig, die passen extrem hier zu dem. Boah, die haben hier auch so eine kleine Bubble dran mit so ein paar ausgefrästen Rillen da drin. Sieht eigentlich mega geil aus. Die passt sogar fast besser so ein bisschen als der Originaladapter von Lazica. So, jo. Wenn wir jetzt schon dabei sind, Oh, haben wir endlich genug gelabert. Ich habe jetzt auch einen zu rauchen. Mach mal. Ist die Kohle gleich fertig. Wunderbar, dann machen wir jetzt kurz die Shisha soweit fertig und dann stellen wir euch gleich noch einen schicken Tabak vor. Der ist auch gut. Ich hab da einen Trick, da müssen wir nicht mal aufstehen. Echt? Mach mal, ja, bitte. Soll ich dir noch was zeigen? Mach mal bitte. Los, ich will nicht stehen. Alter! Ha! Sag ich doch. Alter, Witcher, wie hast du das gemacht? Easy, ein Zauberer verrät niemals. Ja, Köpfchen ist gebaut, Wasser ist eingefüllt. Nicht so farblos, oder? Wie? Ja, stimmt. Ich bin nicht so farblos. Wasser ist immer so. Wasser halt. Ja? So durchsichtig, so langweilig halt. Kann ich das auch mal probieren? Gibt es eine Armbewegung, die ich machen muss? Oder? Ja, du musst mit dem rechten Arm so schnitzen. So nach vorne. Ja, ja. Okay, ich versuch das mal. Ah, nee, warte mal, ich muss nochmal. Ich glaube, der war nicht. Krass, oder? Nein. Wie geil. Das funktioniert auch bei dir. Ha! Das ist die Magie, die. Oh, die steht um. Besser. Magic! Ja, ich lasse mal die Magie spielen und rauch mal an. Wunderbar, rauch mal an. Hört mal zu. Habt ihr das gehört? Ich auch nicht. Es ist mega leise, das Ding. Ja, Mann. Extrem leise. Aufgeschraubtem Diffusor haben wir gar ganz vergessen zu sagen. Ihr habt einen schraubbaren Diffusor. Hört man das Ding einfach fast gar nicht. Ihr hört ein ganz leichtes Plätschern. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera überhaupt hört. Ja, aber, das ist ein gutes Beispiel. Ne? Gerade bei einem Filmabend, wenn man jetzt irgendwie wirklich die Sound... Effekte irgendwie nicht unterbrechen möchte oder sowas. Wo man jetzt aufpassen muss, okay, in der Szene darf ich jetzt gerade nicht ziehen. Du hörst nichts. Top. Mega geil. Was sagt der Durchzug? Der Durchzug sagt. Also ich habe jetzt knappe 3 Sekunden dran gezogen und es kommt super, super, super viel Qualm, super viel Rauch. Top. Was man eigentlich. Einen leichten Widerstand finde ich, aber der ist halt überhaupt nicht unangenehm. Ich brauche immer so ein ganz bisschen Widerstand. Ist wirklich nicht nennenswert, aber man merkt so, dass man an der Shisha zieht. Genau. Aber nicht, also ihr müsst euch anstrengen. Gesundheit. Dankeschön.
Ihr müsst euch nicht anstrengen beim Rauchen. Und es raucht sich einfach mega angenehm und dieses leichte Plätschern im Hintergrund. Oh, ist das schön. Ja, ich denke, wir haben echt viel gesagt zu der Pfeife. Man kann wirklich im Fazit sagen, top. Pfeife. Man ist wirklich so im mittleren Preissegment. Sie ist nicht ganz billig, aber auch definitiv nicht ganz teuer. Also da gibt es Pfeifen, die sind weitaus teurer und die bieten von der Qualität dann jetzt nicht unbedingt mehr. Also man hat alles, was eine gute Pfeife ausmacht. Wollte ich gerade sagen. Also man hört in allen Ecken so, Alter, kauft euch die, kauft euch die, kauft euch die. Kauft euch bitte einfach die Pfeife, die euch gefällt. Richtig. Erstmal muss sie euch optisch gefallen. Als zweites muss sie euren Qualitätsansprüchen entsprechen. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr wollt so eine geile Tradi-Messing-Pfeife haben, dann holt euch die doch auch. Keiner würde euch da einen Vorwurf machen. Und wer euch einen Vorwurf macht, der hat das ganze Thema nicht verstanden. Richtig. Wenn ihr aber eine geile Qualität von einer Langlebigkeit, von einer, weiß ich nicht, vom Kunstverhalten, wie ich es nennen will, also vom Geschmacksverhalten, die Pfeife nimmt gar keinen Geschmack an. Also jegliche Edelstahlpfeifen nehmen keinen Geschmack an. Dann, wenn ihr meint, ja geil, 80 Euro ist genau mein Budget, könnt ihr bei Lazizza zuschlagen. Richtig. Wenn ihr meint, ich will da nicht Lazizza drauf stehen haben, ja, dann kauft euch. Edding rüber oder so, keine Ahnung. Dann kauft euch halt eine Pfeife für 180 Euro, 200 plus. Es ist komplett euch überlassen. Wir geben euch hier eine hammergeile 80 Euro Alternative zu allen anderen teuren Pfeifen. Richtig. Und Ende. Qualitativ. Allererste Sache. So, jetzt ist hier eine Biene drin. Ich glaube, wir sollten jetzt langsam weglaufen. Also. Scheiße, Alter! Tschüss. So.